Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Alter, ich habe heute so ein geisteskrankes Video für euch vorbereitet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben es jetzt gerade, 7.12. um 2.19 Uhr und ich habe tatsächlich gestern für mich entschieden, ich werde heute zu Ali fahren, zu meinem Cutter. Und werde ihn einfach mal komplett random überraschen. Viele von euch wissen es nicht, aber Ali schneidet schon seit über 2 Jahren, ich glaube seit 2,5 Jahren, für mich regelmäßig Videos. Und seit 1,5 Jahren jedes Video. Also jeden Tag ist Ali für mich zuständig, beziehungsweise für euch zuständig und schneidet meine Videos für den Hauptkanal. Und wir haben es in diesen 2 Jahren einfach nicht geschafft, uns ein einziges Mal persönlich zu treffen. Und ich denke mal, wenn wir das jetzt nicht irgendwann machen werden, dann wird das weitere 2 Jahre dauern, bis es überhaupt irgendwann mal passiert. Deswegen habe ich meinen Zug gebucht. Der geht in genau 7 Stunden, also am 7.12. um 9.15 Uhr vom Bremen Hauptbahnhof. Und ihr seht hier gerade auf der Karte, da bin ich, Bremen Hauptbahnhof. Und zack, da muss ich hin nach Erlangen. Da wohnt Ali. Es sind insgesamt mit dem Auto 6 Stunden 15. Aber ich fahre mit dem Zug, weil tatsächlich sehr, sehr krasse Witterungsverhältnisse angesagt wurden. Und das sind jetzt optimale Verhältnisse. 6 Stunden 15, jetzt mitten in der Nacht, wenn ich jetzt losfahren würde. Und ich denke mal, wenn ich normal fahre, mit Stau und so weiter, werde ich wahrscheinlich 7,5 Stunden brauchen. Mit dem Zug brauche ich nur 5 Stunden 30. Ich habe auch tatsächlich ein kleines Geschenk für ihn vorbereitet. Bin mal sehr gespannt, wie er darauf reagiert, beziehungsweise wie er allgemein darauf reagiert, dass ich ihn einfach überrasche. Also Ali hat von nichts eine Ahnung. Null. Der wird wahrscheinlich ausrasten, wenn ich vor seiner Tür stehe und einfach Hallo sage. Also es wird echt ein heftiges Video. Gebt einen Daumen nach oben und ich würde sagen, ich gehe jetzt schlafen. Immerhin noch so 4,5 Stunden Schlaf kriege ich und dann sehen wir uns morgen in der Früh. Es ist 7 Uhr morgens. Normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich bis 11 oder 12 schlafen. Ich gehe jetzt erstmal duschen. So, Freunde, also es ist 7.53 Uhr und ich werde jetzt Alis mysteriöses Geschenk einpacken. Ich weiß noch nicht so genau, ob ihr es gesehen habt, was es ist, aber wir müssen hierfür einmal an den Kühlschrank. Und dann seht ihr hier Eierpackung. Kevin, was soll das werden? Ich werde dieses Ei hier einpacken. Diese Box, mach ich mal eben kurz. Zack. Jetzt könnte man denken, hier ist so ein Ring oder sowas geisteskrank krasses drin. Das ist einfach nur ein Ei. Und ich werde jetzt genau dieses Ei hier zu Ali bringen. Höchstpersönlich. So, Freunde, wir haben es jetzt 7.54 Uhr. Ich habe jetzt hier an der Zahl 4 Geschenke. Das hier ist für Ali. Das hier ist auch für Ali. Dieses Geschenk ist geistkrank wichtig. Und dieses Geschenk ist auch geistkrank wichtig. Ich muss diese beiden Geschenke eigentlich auch persönlich zu Ali bringen, weil die so wertvoll sind. Das hier ist für den Zuschauer, den ich im Morgenblog besuche. Das ist der goldene Ticketgewinner. Und das ist auch für den goldenen Ticketgewinner. Und das alles kommt jetzt in diese Tüte und das nehme ich alles mit. So, Freunde, inzwischen ist es 8.51 Uhr. Ich habe mir jetzt gerade hier einen Kakao und ein Croissant geholt. Mein Zug geht um 9.15 Uhr und ja, hier sind meine ganzen Sachen inklusive Ali-Geschenk. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, was er dazu sagt. Beziehungsweise allgemein, wie seine Reaktion ist, wenn ich da bin. Also ich bin jetzt am Bremer Hauptbahnhof und fahre dann nach Nürnberg erstmal. Hallo, Freunde, ich bin mega, mega müde. Es ist jetzt gerade 11.04 Uhr und wir sind jetzt gerade, wir fahren jetzt gerade in Göttingen ein und ich schlafe jetzt noch ein bisschen weiter. Ich bin jetzt eingestiegen in den Zug um 9.15 Uhr und habe eigentlich die ganze Zeit meine Augen zu gehabt, weil ich echt müde bin. Ja, ich glaube, wir kommen irgendwie so um 13.30 Uhr oder so in Nürnberg an, wo ich aussteigen muss. Hallo, Freunde, inzwischen ist es 12.51 Uhr. Wir sind jetzt auch gerade in Bayern und in Bayern ist FFP2-Maskenpflicht. Wusste ich zum Beispiel auch gerade nicht. Hier sehen wir die wunderschöne Landschaft. Ich bin gerade hier noch am Einstellen von meinem Video, was heute online kommt. Also heute geht bei mir dieses Video hier online. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr ungefähr, wann ich das Video hier aufgenommen habe. Nice.
Freunde. Bin jetzt in Erlangen angekommen. Und ich mache von Ali wohnt nämlich ein bisschen außerhalb. Ich glaube, ich nehme aber ein Taxi. Hier ist der Bahnhof. Und es ist jetzt gerade 13.50 Uhr, glaube ich, circa. Und jetzt sind die letzten Meter zu dir, Ali, wenn du das hier im Schnitt siehst. So, Freunde, ich bin jetzt mit dem Taxi quasi vor Alis Haustür. Also ich sehe da vorne schon sein Auto. Eieieiei, ich bin echt nervös, ich bin echt gespannt, wie er reagieren wird. Wir haben es jetzt gerade 14.10 Uhr oder so und ich würde sagen, dann klingel ich mal. Oh mein Gott, da ist Alis Nachname. Ich denke jetzt mal, dass seine Mom aufmachen wird, aber schauen wir mal. Hi. Ja, hallo, hi. Ich bin Kevin, ich weiß nicht, ob du mich kennst. Doch. Und ich will Ali überraschen. Mhm. Ist ja gerade in seinem Zimmer drin. Ja. Okay, kann ich reinkommen? Ja. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Komm her. Oh. Ich bin einfach hergekommen. Ich bin gerade Oh mein Gott. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Ich bin heute Morgen um 9 Uhr in Bremen losgefahren. Labe. Ach, kein Spaß. Das, deswegen meine ich zu dir, dass ich heute den ganzen Tag unterwegs bin. Sag mal was für die Kamera, für den Schnitt. Was geht? Musst du dich selber grüßen einmal. Hallo Ali im Schnitt. Ich habe sogar dein Auto schon gesehen. Ich bin nicht mit dem Auto gekommen, ich bin Zug gefahren. Laber. Doch, kein Spaß. Willst du was für den Schnitt für dich selber sagen? So, Meister, setz dich hin hier. Also das Ganze war sehr spontan, ne? Hab ich gemerkt. Vorgestern habe ich entschieden, dass ich herkomme. Und ich habe zwei unglaublich wichtige Sachen hier drin. Also du weißt ja, du kriegst ja sowieso noch Weihnachtsgeld, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Aber die zwei Sachen musste ich dir persönlich vorbeibringen. Was möchtest du zuerst aufmachen? Komm, du meintest ihn erst mal. Okay. Das ist eine Maus? Jetzt musst du das Abteil aufmachen. Hier eine Maus? Ja, das ergibt gleich alles einen Sinn. Warte, zeige die Kamera, was das ist. Achso, warte. Erstmal die Maus zeigen. Mashallah. Das ist eine geisteskranke Maus, die hat 5 Euro gekostet. Das ist die günstigste Maus beim Mediamarkt gewesen, die ich finden konnte. Stopp, vorsichtig. Vorsichtig. Zeig ihn, du musst so und dann so langsam aufmachen. Ich weiß nicht, hä? Zeig in die Kamera. Albern, Ei. Was hat das mit der Maus zu tun? Jetzt hast du eine 5-Euro-Maus, damit du besser fürs Ei schneiden kannst. Schau, ich hab einfach genug. Ich hab hier nochmal einen. Warte, zeig das mal in die Cam. Einfach drei Stück jetzt. Und das Ei. Genau. Oh mein Gott. Das böckelt's hier immer beim Cutten. Okay, Freunde, also was viele von euch vielleicht noch gar nicht wissen, das hier ist der Mann hinter den Videos. Also du schneidest jetzt schon seit 2019, glaube ich, nämlich. Ja, September 2019. Das hier ist Ali. Wenn irgendjemand im Schnitt kommt und so komische Einsprecher macht, das ist immer er. Ali schneidet immer alle Videos, der kriegt den ganz möglichen dummen Kram, den ich manchmal in Aufnahmen laber. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, Freunde. So, Freunde, Ali und ich sind jetzt tatsächlich unterwegs im Benzer. Ja, mit den Jungs. Mit den Jungs. Und jetzt fahren wir nach Erlangen und was futtern. Stabile Karre, ey. Oh, jetzt. So, Freunde, wir haben jetzt hier ein romantisches Candlelight-Dinner. Auch ganz süß angelegt. Und schaut euch mal diese Pizza an. Ich meine, ich habe die schon mal gegessen, aber es ist immer wieder geisteskrank. Und du hast, was hast du da, Ali? Ich habe irgendwelche Nudeln, die ich davor noch nie kannte. Rigatoni heißen die, glaube ich. Nice. So, Ali, wie viel Uhr haben wir es?
21:53 Uhr. Der Tag ist vorbei. Ja, also der Tag ist vorbei. Meister, wir haben uns das erste Mal gesehen. Ja, war auf jeden Fall sehr witzig. Morgen seht ihr dann tatsächlich schon den nächsten Vlog, denn ich gehe jetzt hier ins Hotel in Nürnberg. Und morgen fahre ich dann von Nürnberg nach Erfurt. Aber da sehen wir uns dann morgen im nächsten Vlog, denn morgen geht es den Zuschauer besuchen. Bin mal sehr gespannt. Aber ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch den Kollegen Ali so vorgestellt hättet, wie er im Endeffekt aussieht. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Alis Instagram vorbei, auch wenn du kein Instagram mehr benutzt. Ciao, ciao. Ciao.